hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Montag, den 22. November. Es ist 7:30 Uhr, ich bin schon seit einer Stunde wach, anderthalb. Und ja, bin mittlerweile zu Hause, ich schlafe ja immer bei meinem Freund. Hab meinen Tag geplant und es steht einiges an. Ja, meine Kamera muss sofort erstmal aufgeladen werden, aber noch ein bisschen Akku habe ich. In der Zeit bin ich dann wahrscheinlich beim Sport. Das passt dann ganz gut. Ich gehe, denke ich, so in einer halben Stunde bis Stunde. Und bis dann werde ich nochmal alles wiederholen, was ich so am Wochenende bzw. vor dem Wochenende gemacht habe. Vielleicht schon mal anfangen, eine Vorlesung anzuhören. Die muss ich nämlich nur noch zu Ende anhören. Und ja, mal sehen, was der Tag so bringt. Ich nehme euch mit durch einen hoffentlich produktiven Tag. Wir werden sehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Mein Tag beginnt schon wieder super. Ich habe den größten Teil meiner Karteikarten bei meinem Freund vergessen. Ich habe noch gedacht, nehme ich die Tasche mit oder nicht? Und ich dachte so, nee, da ist eh nichts Wichtiges drin. Ja, meine Karteikarten. Sehr blöd. Dann wiederhole ich halt nur das eine Fach und das andere dann heute Mittag mit den Karteikarten, die ich vergessen habe, weil es ist halt so unnötig, auch da jetzt hinzufahren oder so. Mega. Ich habe es immer unter Kontrolle. Jedes Mal vergesse ich irgendwas da. Jeden Tag. Es ist so nervig. So, ich höre gerade meine Vorlesung noch. Die ist aber nicht ganz so wichtig. Also ich dachte, ich muss irgendwie so ein Essay schreiben, also so eine Zusammenfassung. Das habe ich gerade nochmal nachgeguckt, damit ich halt auch besser weiß, was ich aufschreiben soll. Und ich muss einfach nur zwei Seiten schreiben darüber, was ich interessant fand. Das heißt, ich muss gar nicht so viel mitschreiben, weil ich eigentlich schon recht viel mitgeschrieben habe. Und das ist jetzt die fünfte Vorlesung von 14, 13, irgendwie so. Also da kommen auf jeden Fall noch eine Menge. Und ja, deswegen muss ich bei allen so grob mit zuhören, dass ich halt weiß, worum es ging. Aber ich brauche jetzt nicht jede Kleinigkeit so mitschreiben. Ja, es ist jetzt 10:10 Uhr. Ich ziehe mich jetzt schnell um und werde dann zum Sport fahren. Ich bin zwar eigentlich gar nicht so motiviert, jetzt zum Sport zu fahren, aber wenn ich noch später gehe, dann schaffe ich es nicht. Ich muss auch gleich noch kurz mit meiner Mama was einkaufen. Vielleicht muss ich auch dann da erst hin quasi. Muss ich mal gucken. Ich ziehe mir jetzt aber erstmal schon mal Sportsachen an, dann habe ich das schon mal erledigt und schon, bin schon mal so einen Schritt näher am Sport. Und ja, dabei kann ich aber bei der Vorlesung immer noch gut mithören. So, ich habe jetzt zwei Vorlesungen schon fertig, also das meiste. Ich wollte ja eigentlich zum Sport gehen, aber ich muss ja noch eben was mit meiner Mama erledigen. Die ist aber die ganze Zeit am Telefonieren, weil die ja bei meinem Papa quasi mitarbeitet in der Praxis. Und deswegen, ja, ist das halt so ein bisschen blöd, weil ich jetzt nicht wegkam, erst mit ihr einkaufen wollte und dann zum Sport. Und ja, wir haben es jetzt aber schon 10:30 Uhr. Ich muss gleich um 2 Nachhilfe geben. Also ich hätte nur bis 1 Zeit maximal zum Sport zu gehen. Und das wird halt alles ein bisschen knapp. Deswegen mache ich jetzt so ein kurzes Homeworkout, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob ich es für Beine mache. Eigentlich wollte ich auch meine Beine trainieren. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich hätte halt eher gehen müssen. Aber ich war halt auch so in meinem Flow drin und so. Und heute Nachmittag will ich nicht so unbedingt gehen, weil es dann so voll ist im Fitnessstudio. Das mag ich nicht so gerne. Genau, also ich denke, so eine halbe Stunde braucht sie jetzt auf jeden Fall noch, weil sie eh nicht wegkommt vom Telefon. Und dann kann ich jetzt auch eben schnell so eine halbe Stunde ein Workout machen. Okay, ich mache jetzt, glaube ich, erstmal dieses Dance-Workout und danach noch das auf jeden Fall. Ich mag lieber so kurze Workouts anstatt so ein 20-Minuten-Workout. Da verliere ich dann die Lust. Aber dann mache ich erstmal die beiden und dann gucke ich mal, wie weit meine Mama ist. So, ich bin wieder zurück zu Hause. Wir haben es mittlerweile fast 10:30 Uhr. Ich muss jetzt schnell auf den Dachboden und hoffentlich was finden. Ich brauche immer noch, das hatte ich letztens schon mal gesagt, glaube ich, sowas für meine Präventionsschulung. Und ich hätte was abgegeben, aber das reichte nicht. Deswegen muss ich jetzt nochmal eine andere Unterlage raussuchen. Aber da habe ich absolut keine Ahnung, wann ich das gemacht habe. Also, ich hoffe, es dauert nicht so lange, das zu suchen.
Sport hat sich komplett erledigt, schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich habe heute Abend noch eine Stunde tanzen, deswegen geht's. Ja, genau, dann gehe ich duschen. So, ich habe was gefunden, aber es war nicht das Richtige. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwann bald so eine 6-Stunden-Präventionsschulung machen. Habe ich gar keine Zeit zu. Ich habe gefühlt in meinem Leben schon 20 Präventionsschulungen gemacht, aber immer nur 3-stündige. Man braucht eine 6-stündige anscheinend noch irgendwie als Grundsatz. Gar nicht cool. Also ich meine, das ist schon wichtig und so, aber ich habe einfach, also 6 Stunden ist einfach Ewigkeit, das ist einfach ein ganzer Tag. Sehe ich mich gar nicht. Ja, jetzt haben wir schon 15:45. Ich gehe jetzt schnell duschen und mache mich grob fertig, weil in einer Stunde ungefähr muss ich dann loslaufen zum Nachhilfe geben. Ich laufe nämlich, weil ich ja nicht beim Sport war, deswegen halt so viel Bewegung wie möglich. Und ich wollte gerade irgendwas noch gemacht haben, aber ich habe keine Ahnung mehr was. Ich kann irgendwie nirgendwo meine Kamera abstellen. Jetzt habe ich irgendwie die ganze Zeit so dieses Gefühl, dass ich noch was machen muss, aber ich weiß es nicht mehr. Ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte irgendwas mit meiner Mama machen. Ich habe keine Ahnung. Egal, ich gehe jetzt erstmal duschen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich hoffe. So, ich bin geduscht, habe mich auch schon wieder angezogen. Einfach nur wieder die Leggings und ein Pullover. Ich gucke übrigens im Moment oder höre immer so ein bisschen Chicago Med, während ich mich fertig mache. Ich bin ja absolut ein Fan von Grey's Anatomy und ja, das ist ja so ähnlich. Ich bin jetzt erst in Folge 5, aber also eigentlich in Folge 2. Die anderen habe ich verschlafen, aber ich gucke die jetzt einfach so. Ich weiß deswegen noch nicht so genau, wie es mir gefällt. Mal gucken. Ich werde jetzt erstmal eben das hier wieder aufräumen. Wir haben es auch erst 1 Uhr. Dann eben meine Haare föhnen, derzeit in quasi Pause haben. Und dann habe ich noch so ungefähr eine halbe Stunde, schätze ich mal, Zeit, um schon mal anzufangen, die Vorlesung anzuhören. Genau. So, Haare sind einigermaßen trocken. Der Rest trocknet bestimmt in den nächsten 50 Minuten noch von alleine. Und jetzt geht's weiter mit meiner nächsten Vorlesung. Ich habe tatsächlich noch ja, so 35, 40 Minuten Zeit, bis ich los muss. Richtig gut, dann könnte ich die sogar noch fast durchkriegen. So, meine Vorlesung hat sich jetzt leider von selbst erledigt. Ich wollte sowieso um 20:30 aufhören und noch kurz 10 Minuten chillen. Jetzt haben wir es 27, also das passt ganz gut. Denn mein Stift ist leer gegangen. Ich habe auch mein Ladekabel nicht hier, sondern bei meinem Freund. Ja, ist ein bisschen blöd. Das ist halt auch so ein spezielles, dieses USB-C-Ladekabel. Also so eins habe ich auch nicht zu Hause und... Ah, vielleicht hat meine Mama so eins. Dann gucke ich mal, dann kann ich das unten anstecken. Ja, ist auch nicht so schlimm. Ich muss ja eh gleich eine Stunde Nachhilfe geben. Und dann wollte ich ja noch ein anderes Fach in Deutsch lernen. Dafür brauche ich meinen Stift nicht, sondern nur den Laptop. Das Laptop. Ich weiß es immer noch nicht. Genau. Deswegen werde ich jetzt kurz eine Pause machen, kurz einmal auf Instagram gehen. Und dann gehe ich sofort los.
unterwegs, um meinen Freund abzuholen. Ich musste gerade überlegen, was ich sagen wollte. Ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht mich nicht so gut. Ja, wir haben es 4:15. Wir hatten eigentlich schon seit einer halben Stunde Feierabend, aber er hat es voll verpeilt, mir Bescheid zu sagen. Und der macht eigentlich normalerweise gefühlt immer länger, deswegen bin ich jetzt auch nicht gefahren. Ja, dann muss ich kurz zu meinem Bruder und ihm den Laptop vorbeibringen. Das ist eigentlich seiner, aber der ist halt seit ein paar Monaten schon ausgezogen und ich habe ihm voll viele Sachen abgezogen irgendwie, die ich halt immer benutzt hatte. Und ich meine, wenn er dann ein Zimmer weiter war, war das ja nicht schlimm, dann konnte er sich die immer rausholen. Aber jetzt wohnt er halt gefühlt auf der anderen Seite der Stadt und dann ist halt ein bisschen blöd. Ist für mich auch ultra blöd, weil ich weil ich dieses Semester halt alles auf dem Laptop angehört habe und alles auf meinem iPad mitgeschrieben habe. Und deswegen hoffe ich, dass ich den dann morgen oder übermorgen wiederbekomme. Auch zum Lernen brauche ich den auf jeden Fall eigentlich am Wochenende. Also ich hoffe, dass er den nicht so lange braucht. Sonst wäre es halt echt mies. Sonst muss ich irgendwie gucken, dass ich an einen eigenen Laptop komme. Aber ich bin ja nicht so rich, dass ich mir einfach einen kaufen könnte. Vor allem will ich halt auch unbedingt ein MacBook haben. Und ja, das ist halt irgendwie nicht mal eben so machbar, dass ich mir den kaufen kann. Aber egal. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt sofort da und dann werde ich heute Abend noch einfach meine Vorlesung weiter anhören. Ich habe auf jeden Fall heute echt viel geschafft. Ich habe übrigens gerade nach der Nachhilfe noch mit meiner Mama gequatscht. Ich habe das ja schon mal so ein, zwei Mal angedeutet, dass bald eine sehr große Veränderung bei mir ansteht. Vielleicht kann man sich das so denken, wenn man so genau hinhört, was ich sage. Ich sage es euch aber noch nicht. Ich will das quasi auch mehr so anteasern, weil es ist halt erst in 3 Monaten soweit. Und wenn ich das jetzt schon sage, dann gerät das so in Vergessenheit, denke ich. Und deswegen will ich es halt jetzt nicht so sagen, sondern halt kurz vorher, wenn es dann halt auch wirklich passiert. Ja, dass ich dann halt erst so diesen Hype darum mache. Aber ich meine, so ein bisschen anspoilern tue ich das schon, dem, was ich sage, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt direkt raushaue. Man soll ja, also kann ja auch mal ein bisschen Spannung hier in mein Leben bringen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf und deswegen müssen wir dann noch ein paar Sachen besprechen. Und ja, das haben wir gerade gemacht. Wir sind zwar noch nicht so richtig zu einem Resultat gekommen, aber das finden wir wohl noch. Und ja, ich mache jetzt die Kamera aus, weil jetzt sieht man wieder Häuser und so und mehr. Und wir sind jetzt im Industriegebiet, da sieht man halt auch die ganzen Firmen und dann weiß man so direkt, wo ich wohne, so gefühlt. Und das möchte ich nicht, deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir haben es 5:05. In 5 Minuten beginnt meine Vorlesung für 3 Stunden. Und ich habe gar keinen Bock, also 0,000. Vor allem, weil die geht dann bis 9, dann muss ich direkt zum Tanzen. Das geht bis 10, dann kann ich schlafen gehen und dann ist der Tag vorbei. Blöd. Ja, ich weiß nicht, ob man mir immer die Motivation ansieht, die nicht vorhandene. Vor allem wollte ich dabei auch unbedingt die Wohnung aufräumen, weil sie muss unbedingt aufgeräumt werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur im Bett liege, dann höre ich nicht so wirklich zu, sondern schlafe gleich ein. Und ich muss heute aufpassen, weil ich das für Freunde mitschreibe. Deswegen, ja, muss ich es machen. Ja, ich ziehe jetzt noch ein letztes Mal durch, dann habe ich auch genug gemacht heute. Eigentlich auch fast alles geschafft, bis auch Deutsch lernen. Aber das mache ich dann morgen. Genau, ich dachte eigentlich, ich schaffe heute mehr, aber irgendwie dadurch, dass ich dann mit meiner Mama noch unterwegs war und gerade mit ihr noch so viel gequatscht habe, habe ich dann doch nicht so viel geschafft. Ich muss sagen, ich war echt produktiv. Ich habe wenig Pausen gemacht. Ich glaube einmal so 20 Minuten ungefähr. Ja. Aber so ist das nun mal, wenn man nicht alles schafft. Oh, ich drücke mich richtig davor, in die Vorlesung zu gehen, aber ich mache es jetzt.